Ja, seid mir gegrüßt zu einer neuen Folge Neues aus Mauthausen. Und zwar ist es die Folge März 2021. Und ja, die Folge hat so drei ganz grobe Teile. Einmal natürlich den Rückblick, dann das Jobcenter und Post, die mich erreicht hat. Und ja, so ein klein bisschen einen Ausblick gibt es eigentlich auch noch. Ja, fangen wir an mit dem leidigen Thema Jobcenter. Da gibt es nichts Neues. Das Ganze ist nach wie vor beim Sozialgericht und tut sich nicht wirklich was. Es gab jetzt einen Sachbearbeiterwechsel. Allerdings weiß ich nicht, was ich von dem neuen Sachbearbeiter halten soll. Das erste Schreiben von ihm war eigentlich recht vielversprechend, aber mittlerweile ist so wie bei der vorigen auch. Antworten kommen keine, auf E-Mails wird nicht reagiert und ja, es geht halt so weiter wie bisher. Und damit haken wir das Thema dann auch gleich ab, wenn euch das ganze Thema etwas mehr interessiert. Ich verlinke euch mal da oben in der Ecke, müsste doch die Ecke sein. Ja, auf jeden Fall da oben in der Ecke die Neues aus Mauthausen vom Januar. Da ist viel drin gewesen zu dem Thema und die Folge Neues aus Mauthausen vom Februar. Auch da wird das Thema nochmal ausführlicher behandelt. Ja, Rückblick, Videoinfo, die Folge Neues aus Mauthausen vom Februar. Die ist über 1100 Mal angeklickt und angeschaut worden. Die Kanalvorstellung, wo kurz davor rausgekommen ist, ist 250 Mal angeschaut worden. Und da weiß ich aber nicht sicher, ob man die so direkt als Video anklicken kann oder ob das nur für Leute ist, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben. Da habe ich YouTube noch nicht genau genug verstanden. So oder so, es wird angeschaut, es kommt an, es sind Kommentare auch drunter. Und von dem her gehe ich davon aus, dass die Leute das sehen. Die Zahl der Abonnenten hat sich nochmal ein bisschen erhöht, sind seit dem letzten Video 17 Abonnenten dazugekommen. Dankeschön und herzlich willkommen da dafür. Und ja, so langsam Stück für Stück wächst mein Kanälchen und das macht dann doch etwas Mut. Ja, zum Thema Mut machen. Mich haben im März zwei Päckchen erreicht, beziehungsweise zwei Postsendungen. Einmal war es ein Paket, und zwar von dem Kanal Berndwerk. Ich verlinke ihn euch auch mal da oben. Der hat in einem Video diese Becher gemacht und hat dann am Ende vom Video gefragt, was denn so ein Becher uns wert sei und was für welches Geld man den anbieten könnte. Und da habe ich einen Kommentar geschrieben, der wohl sehr ausführlich war und der Bernd auch sehr gut gefallen hat und darum hat er mir diesen Becher geschenkt. Ja, ich hätte ihn jetzt eigentlich ganz gern voll gemacht, um was draus zu trinken. Er ist nämlich wasserdicht, hat nicht nur er, sondern ich auch schon ausprobiert, aber ich kenne mich und hier drunter ist ein Holzboden. Das hätte Sauerei gegeben. Das Logo hat er draufgebrannt. Das ist sein Kanallogo. Wie gesagt, Kanal ist oben verlinkt. Ich werde euch auch das Video mal verlinken, wo er den Becher oder mehrere Becher hat er von denen gemacht, erstellt hat. Schaut es euch einfach mal an und wenn er ein bisschen weiter zurücksurft auf seinem Kanal, da gibt es ein Video, da hat er ein Prunkschild gemacht und über dieses Video bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und seitdem verfolge ich ihn eigentlich ganz gerne. Ist ein sehr sympathischer Heimwerker und macht tolle Videos. Die zweite Postsendung, wo angekommen ist im März, ist von Tanja und Ingo. Das haben wir hier. Manchmal muss ein Lächeln zurückgegeben werden. Ja, ihr beiden, das habt ihr geschafft. Und es tat richtig gut, so einen Brief zu bekommen.
Tanja und Ingo sind Fans von Mäuse-Roulette und haben mir dann nicht nur schöne Worte geschickt, sondern auch eine Karte für meine Mäuse. Und die Karte ist auch mittlerweile eingelöst worden. Dafür gab es Heu, Streu, Futter und Badesand für die Mäuse. Steht alles neben einem Mäusezimmer und die Mäuse freuen sich und das Danke kommt deshalb nicht nur von mir, sondern auch von meinen Mäusen. Ja, und dann kennt ihr ja noch dieses Buch. Da schaut sie schon raus. Geschichten aus Maushausen. Fünf Geschichten sind noch da. Die hat Katrin mir geschrieben. Und ich hätte sie eigentlich auch schon gerne im Kasten. Aber irgendwie will es einfach noch nicht. Irgendwie fehlt mir die Motivation, die Kraft dazu, obwohl es recht schöne Geschichten sind. Geschichten, die mir selber sehr gut gefallen. Aber irgendwie, es fehlt noch an der Kraft. Ich habe zwar auch, wo der Brief von Tanja und Ingo gekommen ist, wo ich wirklich ein Lachen wieder im Gesicht hatte, nochmal probiert, das Ganze aufzuzeichnen, habe es dann aber auch wieder abgebrochen, weil es einfach nicht so wirklich geklappt hat. Und das hätte man dann auch im Video gesehen und das möchte ich eigentlich nicht, dass dann im Video, ja, dass ich da dann schlechte Laune habe, wenn ihr euch die Geschichten vorlese. Und von dem her ist das Ganze momentan auf Eis, beziehungsweise ja, momentan fehlt mir Motivation dazu. Ich nehme es mir immer wieder vor, ich probiere es auch weiterhin, das Ganze zu machen. Ich lese die Geschichten auch für mich immer mal wieder durch, damit ich sie dann hoffentlich relativ fließend einsprechen kann und nicht nach jedem dritten Wort stolper, weil Outtakes brauche ich auch nicht produzieren. Das kommen jetzt dann im Anschluss noch ein paar. Ja, herzlich willkommen zu Neues aus Maushausen. Oh, da brennt dir die Laterne noch nicht. Diesen Holzbecher, der ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit den Sachen, die schiefgegangen sind. Das war es jetzt endgültig für diese Folge Neues aus Maushausen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch meinen Kanal, würde mich freuen. Lasst mir auch gerne eine Reaktion da. Daumen nach oben natürlich. Immer gern gesehen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr auch den geben. Schreibt mir aber auf jeden Fall dann einen Kommentar dazu, was euch nicht gefallen hat, damit ich daran arbeiten kann und das Ganze hoffentlich besser machen. Bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl.